Fragile Bridge, wackelige Brücke. Okay, ich sehe schon mal, dass man hier alles aufeinander stecken muss. Damit man hier überhaupt das Zeugs rüber bekommt. No. Wieso? Bloß herausfinden, welche Reihenfolge man das Ganze hier. Diesen Block braucht man auf jeden Fall, um die Treppe zu bauen. Kann man ihn nicht irgendwie einzeln rüber schaffen? Wahrscheinlich geht das ja nicht. Und eine Kiste darf auch nicht fehlen. Thank you.
Nope. Sobald man hier drauf läuft, ist alles am Arsch. Manchmal glaube ich selber nicht, dass ich das irgendwie plötzlich schaffe. Aber okay. Safe Spot. Sicherer Platz. Oh. Okay. Ja, da muss man jetzt schlau laufen. Okay, wait. No. No. Nicht ganz. Da der Typ ja zu doof ist, das wegzunehmen. Nice one. Wird echt schwierig. Head-on Frontalzusammenstoß mit einem S. Okay, jetzt mit zwei S. What? Okay, den Klotz brauchen wir auf jeden Fall. Wait, ist das eine Verarschung? Okay, schade. Hätte ja sein können. Okay, ich sehe das Problem. Ja, rückwärts geht's schon mal nicht. Und vorwärts haben wir ein Problem damit. Okay.
soll das funktionieren? Und vorhin konnte ich doch eigentlich Kisten schieben. Wenn sie aufeinander sind. Dann kann ich sie schieben, okay. Bringt mir aber trotzdem nichts. Weil sobald ich auf eine Kiste trete, ist auf jeden Fall klar, dass sie aufeinander sein müssen. Weil sonst wäre dort drüben hier dieser Block nicht, um die Kiste zu trennen. Aber wie? Wie? Frage ich dich. Auch hier habe ich wieder keine Ahnung. Schade, schade, Schokolade. Keine Ahnung, wie das geht. Keine Ahnung. Carved in stone. Eingemeißelt in Stein. Okay. Okay. Oh, okay. Okay, okay, I see.
Oh shit, man muss die Treppe bauen. Holy smokes. Okay, mehr drehen kann ich gar nicht, schade. Das ist natürlich doof. Okay, nice. Ohne zu sehen, was ich da gemacht habe, habe ich es trotzdem geschafft. Gut. So, wenigstens eine Kiste. Kommen wir zumindest hier nach oben. Aber nicht nach hier drüben. Schade, schade. Da hätte es doch zwei Level mehr. Oh, wait. Ich kann ja einfach hier Kisten klauen. Gut. So geht's auch. Dann haben wir noch zwei weitere Level. Give and take. Geben und nehmen. Okay. I see, I see. Oder auch nicht. Perspektive ist fies. No. Das kann man machen. Okay, gut, dann... Gut. Ist natürlich mies, wenn man nicht ganz sieht, wie die Perspektive ist. Aber geschafft. Nice. Wie oft habe ich jetzt hier schon nice gesagt? Frage ich mich etwas. Okay, hier oben gibt's gar nichts. Hat. Hut. Hut tut gut, der Mut. Thank you.
Okay. Da haben wir schon mal unsere Vorratskiste. Badhau. No. Genau. Die Kiste kann man dort mitnehmen. Also anders gesagt, man kann hier eigentlich rumlaufen. Indem man die Kiste jetzt hier nach vorne schiebt. Kann man die Kiste hier von der anderen Seite nehmen. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch mindestens eins von diesen Dingen. Aber wie? I see, glaube ich. Wir müssen die Kiste. Geht das? Dort ins Loch stopfen. Damit diese Dinge hier nicht mehr reingehen. Aber zuerst müssen die anders liegen. Puh. No. No. So, die müssen wir wieder separieren, wenn man es denn schön aussprechen möchte. No. Okay, wait. Ich glaube, ich hab's gerade gesehen. Ich glaube es zumindest. No! Man sollte vielleicht sehen, welche Kante wo ist. So, dann haben wir es geschafft. Nice. Good job.
Und dann geht's hier entlang. Bonfire Peaks, vielen Dank fürs Spielen. Das gesamte Spiel hat über 200 Rätsel und unzählige Überraschungen. Wenn dir die Demo gefallen hat, wirst du die Vollversion lieben. Gut, das war's mit der Demo. Es sei gesagt, das Spiel ist draußen, man kann es kaufen und ja, gönnt euch, falls es euch gefallen hat. Vielleicht werde ich es mir kaufen. Manchmal etwas schwierig, manchmal recht einfach. 200 Rätsel könnte eine Weile dauern, aber ich fand's nice. Von daher bis zum nächsten Mal bei einem anderen Video. Tschüss.